Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist das erste Unboxing, was ich auf meinem Kanal hochladen werde. Und ihr seht hier schon eine Box, das ist, die ist von Case King. Habe ich irgendwie für 2 Wochen vorbestellt, die Endgame XM1 Air. Eine Gaming-Maus, die ich schon mal, also das Vorgängermodell hatte ich von der, das hatte dann irgendwie, war ein Montagsmodell, das hatte ich dann wieder zurückgeschickt, wollte mir das dann eigentlich wiederholen, habe es dann aber gelassen, weil ich hier noch meine Final Maus Ninja Air 58 habe. Und jetzt habe ich gesehen, dass da eine neue rausgekommen ist, die ein bisschen überarbeitet ist. Ich glaube, die hat den Sensor 3370, ja genau, sie hat den PixArt PAW 3370 und, als Sensor. Was die alte hatte, weiß ich nicht ganz, oder die ältere Version, aber die unterscheiden sich eigentlich nicht viel, obwohl sie sagen, dass sie den nochmal mit der Software überarbeitet haben irgendwie und dass die Software jetzt besser mit dem Sensor zusammenarbeitet. Das Kabel wurde jetzt anscheinend auch noch überarbeitet, obwohl es bei der ersten Edition schon richtig gut war. Das gucke ich mir auch gleich mal an. Das heißt jetzt FlexCore 2.0. Und die größte Neuerung sind die Keil-Switches, die GM 8.0. Bei den Haupttasten, also Mausklick 1 und 2, links und rechts Maustaste. Und die sollen einfach sich ein bisschen schwerer anfühlen und sind Aftermarket-Switches. Was eigentlich sonst so nicht in Mäusen verbaut wird. Ja, dann würde ich sagen, packen wir die Maus mal aus. Und dann, oh, das war mein Mikrofonarm. Packe ich das hier mal raus. Und das hier ist hier schon die XM1 Air Wide Edition. Lightweight 70 Gramm, ist so wie die alte, da hat sich nichts geändert leider. Wäre es auf 65, 60 Gramm runtergegangen. Die neue G Pro Wireless Superlight, dann wäre es richtig geil gewesen. Aber naja, irgendwann bringen die, glaube ich, eine Wireless Edition von der raus, die ich mir dann vielleicht auch holen werde, weil der Sensor soll anscheinend dafür gut geeignet sein. Und die haben den Sensor jetzt schon hier reingebaut, aber den nutzt man auch oft in Wireless Mäusen. Und haben die diesmal keine Süßigkeiten reingepackt. Ja, das gibt's ja gar nicht. Muss ich gleich mal nachsuchen. Sonst packt niemand eine Haribo-Packung rein, Mann. Dann machen wir jetzt hier mal noch so. Hier sieht man schon das neue Kabel. Was ich glaube, kein Paracord ist, oder Paracord, aber so halt so ein eigenes Endgame entwickeltes Kabel. Da ist nichts mehr drin. Also hier sieht man das Kabel. Fühlt sich, glaube ich, erstmal nicht so viel anders an zum alten, aber ich habe auch gehört, dass es auf jeden Fall nicht schlechter sein soll, was erstmal gut ist. Und hier ist sie schon. Okay, das wusste ich gar nicht. Hier sind schon, das ist, komm, ich nehme die erstmal raus. Was mache ich hier überhaupt? Die ist echt klein, also im Vergleich zu der ist die echt schon kleiner. Aber ich hatte die schon mal in der Hand und für, wenn ihr irgendwie Claw Grip oder Fingertip benutzt, für Palm Grip, weiß ich nicht. Kann ich mal drüber legen, ist die halt ein bisschen zu klein. Ich nutze meistens so ein irgendwie Hybrid aus Fingertip und Claw. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber auf jeden Fall kein Palm. Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin, was ich überhaupt für ein Mausgrip habe. Aber ich habe gehört, dass sie halt für Claw richtig gut sein soll, besonders für große Hände. Und für Fingertip halt auch, für wahrscheinlich jede Handgröße. Und ich kann dann der richtig rütteln und man hört einfach nichts. Was erstmal sehr gut ist, weil bei meiner alten war es so, dass man das Mausrad gehört hat. Also wie es irgendwie ganz Zeit gerüttelt hat, weil es irgendwie nicht ganz fest war oder nicht perfekt verbaut. Also ich hatte ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich ein Montagsmodell war. Aber die ist jetzt sehr gut verarbeitet. Hat eine gute Bildqualität. Kann ich hier das erste Mal die Tasten drücken.
was mir auch auffällt, ist, dass das Mausrad sehr leicht ist, also sehr leicht einzudrücken. Das kann man jetzt für gut befinden oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich glaube, wenn es ein bisschen schwerer wäre, würde es mir besser gefallen. Aber naja, ist halt ein Mausrad. Das finde ich aber. Also das Maus-Scrollen. Das Mausrad. Das Scrollen beim Mausrad finde ich aber sehr gut. Man fühlt gut die Schritte und ist nicht zu schwer, ist nicht zu leicht. Also das ist perfekt, denke ich. Hier sieht man dann die vier PTFE-Feeds, Maus-Feeds. Die sind, glaube ich, 95% PTFE, wenn ich mich nicht täusche. Die 100% sehen irgendwie mehr durchsichtig aus. Hier oben sieht man leichtes, irgendwie leichter Überrest oder Überstand oder was da nicht hin soll, aber das ist egal. Das kann ich wegmachen gleich. Die haben jetzt auch in der Mitte, glaube ich, so ein Mausfeed geaddet. Das war davor auch noch nicht. Und was, hier ist der Polling Rate Button, glaube ich. Und weiß ich nicht, ob das der, war das der DPI Button auch noch? Ne, nur Polling Rate. Also 125 Hertz, 500 Hertz und 1000 Hertz. Meine feine Maus läuft auf 500 Hertz immer. Die betreibe ich hier meistens aber auf 1000 Hertz. Das macht keinen Unterschied, ob man 500 oder 1000 nimmt. Manche sagen zwar, dass sie auf 500 besser spielen, aber habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht so. War bei mir irgendwie nicht so der Fall. Also das Coating ist vergleichbar mit der feinen Maus am Anfang. Jetzt ist es auch schon hier ein bisschen mehr abgenutzt. Ist halt ein bisschen gummierter, ist nicht nur Plastik einfach, was ich sehr gut finde. Bei der durchsichtigen Edition, wie hieß die nochmal? XMR Dark Reflex, ist das Coating Glossy. Hier ist es matt, aber halt nicht plastikmatt, sondern so ein, halt auch Plastik, aber mit dem Coating drauf nochmal. An den Side-Buttons kann man eigentlich auch nichts dran aussetzen. Das Einzige, was ich an der Maus nicht so gut finde, ist, denke ich, das Mausrad, dass es ein bisschen zu leicht einzudrücken ist. Ja, wer größere Hände hat und seine Maus Finger tippt oder Claw grippt oder so ein Hybrid macht, wie ich, aus Fingertip und Claw Grip ein bisschen, sollte die Maus auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen und sie ausprobieren. Und dann gucken, ob sie einem gefällt. Ich weiß nicht, wie gut sie gerade noch auf Lager sind, weil ich habe sie vorbestellt. Aber ab dem 15.01. sollten die bei Case King auf jeden Fall auf Lager sein. Und dann weiß ich nicht, für wie lang. Aber ich denke, das pendelt sich alles ein, dass man sie auf jeden Fall bald dauerhaft kriegen wird. Ja, ich war jetzt ein bisschen lucky, dass ich die so früh gekriegt habe. Und ja. Zu feine Maus haben sie, glaube ich. Obwohl. Doch, die lassen sich schon ein bisschen schwerer drücken. Obwohl das hier auch Omron-Switches sind. Muss ich noch gucken, was ich lieber mag. Aber ich glaube, also ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Vielleicht zu anderen Mäusen, aber zu feiner Maus merke ich da jetzt, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Aber muss ich halt nochmal mit zocken und dann gucken. Ja, ist auch sehr schön leise. Die Switches sind schön taktil. Und die sind jetzt gar nicht, also die kann man gar nicht verschieben. Die sind komplett fest. Das ist auch sehr gut. Haben auch eigentlich kein Pre-Travel. Bisschen Post-Travel, also danach, dass sie sich ein bisschen mehr reinbewegen nach dem Klick. Aber für Maustasten, für Seitentasten fühlen die sich richtig gut an. Richtig, für Seitentasten fühlen die sich sehr gut an. Insgesamt
ist es von der Bildqualität auf jeden Fall eine ziemlich gute Maus auf den ersten Blick. Dann zocke ich jetzt mal die nächsten Tage damit. Dann gebe ich vielleicht noch ein Update. Oder ich mache schon so ein Video, wo ich mit der Maus zocke. Oder ein paar Games spiele, wie vielleicht ein Aim-Trainer mal, um zu zeigen, wie gut ich damit aim im Vergleich zu anderen. Oder ein paar Valorant-Clips oder COD-Clips. Ja, dann war es das mit meinem ersten Unboxing. Lass gerne noch einen Like oder einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen und würde den Kanal auch gut unterstützen. Und ja, schreibt auch gerne Kritik oder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal besser machen kann oder sollte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein. Ciao.